Ab Juli, solange Vorrat reicht, bis maximal November, bietet Tupperware Töpfe mit an. Tupperware hat verschiedene Töpfe schon rausgebracht. Andere Größen entnehmen Sie bitte Ihrem Flyer. Ich zeige Ihnen die neuen Größen. Wenn Sie schon welche haben, lässt sich das natürlich sehr schön mit ergänzen. Unsere sogenannte Cottage-Serie hat immer, wie Sie hier sehen, einen Glasdeckel, den Sie hier oben abnehmen können. Sie haben die Möglichkeit, alle unsere Töpfen wie auch unsere Pfannen auf jeden Herd einzusetzen. Sie sehen das auch hier unten drauf und es ist auch drauf gelasert. Man kann es für Elektrik mit einsetzen, für Gas, für Keramik und auch fürs Induktionsfeld bestens geeignet. Der Boden ist so konzipiert, dass er glatt auf der Kochfläche auflegt und auch nicht drumher wackelt. Somit verteilt sich die Hitze absolut und sehr, sehr schnell. Ganz wichtig, setzen Sie das Ganze hier mit drauf. Und warten Sie erstmal, bis der Topf hier zum Beispiel, wenn Sie was anbraten möchten oder diese Variante nutzen möchten, für Zwiebel immer die Ölvariante mit reinnehmen, schön heiß werden lassen und das Ganze hier mit reinsetzen. Sie werden feststellen, hier innen drin ist eine tolle Beschichtung. Somit hängt sich auch das ganze Soßengut oder dergleichen nicht hier fest. Ist natürlich eine schöne Sache, wenn Sie es dann wieder ans Reinigen gehen. Alle Ecken und Kanten gibt es hier nicht, sondern es ist abgerundet. Somit lässt sich das Rühren auch sehr schön und einfacher mit herstellen. Alle Töpfe sind so konzipiert, dass der Griff nie warm wird. Das heißt, Sie können es ohne Handschuhe, wenn Sie es auf dem Herd stehen haben, sehr schön mit nutzen und müssten die Klopfhandschuhe nicht mit einsetzen. Alle Töpfe sind auch ohne die Glasdeckel so konzipiert, dass sie auch in den Backofen rein dürfen. Nur vorsichtig mit sein, aus dem Backofen wieder bitte mit Topfhandschuhen rausgenommen, denn das sollte natürlich klar sein, damit man sich auch hier nicht verbrennt. Sie lassen sich sehr schön kombinieren zu den bereits vorhandenen Töpfen. Lassen Sie es einfach mal mit zeigen in den verschiedensten Varianten. Das ist eine sogenannte Sauteuse. Hier haben wir eine neue Größe. Die nutze ich zum Beispiel zu Hause eigentlich für alles, was ich hier drin gare. Ob ich jetzt eine Tomatensoße mit herzaubern möchte, ob ich ein Geschnetzeltes mit Soße mitmachen möchte. Es ist eine Kombination zwischen Pfanne und Topf. Dadurch, dass es ein bisschen höher ist, lässt sich das auch sehr schön nutzen, wenn Sie ein Fleisch haben, was zum Beispiel dann auch hier mit Soße mit im Inhalt sein muss. Der normale Topf, um zum Beispiel dann auch mal hier Gemüse oder vielleicht auch hier drin Nudel oder Reis zu garen, wenn Sie das nicht in der Mikrowelle garen möchten, ist dann hier die Variante mit hergestellt. Wie reinigen Sie das Ganze? Ich würde meine Töpfe mit der Hand mit reinigen, weil es nimmt ja ganz viel Platz sonst in der Spülmaschine mit weg. Nehmen Sie vielleicht noch die Faserbrottücher mit dazu, dann ist es eine schöne Ergänzung. Sagen Sie, bei mir muss alles in die Spülmaschine, dürfen die Töpfe auch in die Spülmaschine mit rein. Das können Sie selber entscheiden, wie Sie das Ganze nutzen möchten. Solange Vorrat reicht, sind unsere hochwertigen Töpfe wieder im Programm mit drin. Es befinden sich auch zwei Pfannen. Entnehmen Sie bitte den Flyer, die aktuellen Preise und auch hier die aktuellen Größen, die wir zur Verfügung stellen. Das sind die drei neuen aus der Cottage-Serie Chefkoch. Viel Spaß mit Ihren neuen Töpfen.